anderen Worten, anstatt mal weitere Länder aufzumachen, hauen sie sich lieber um die drei Länder auf die Fresse, oder wie? Oh Mann. Jawoll! Stimmt. Okay. Was völlig unlogisch ist, weil da sind ja eigentlich die Heiligen, hätte ich fast gesagt. Wenn ich hier schon mal bin, kann ich wenigstens mal eben da in die Stadt von denen, dann habe ich das, dann habe ich die auch schon mal, kann da notfalls hin teleportieren, wenn mal wieder bessere Zeiten kommen. Also die du so mitten in der Botanik, im völligen Nirgendwo, wenn du da mal jemanden triffst, dann ist er meistens grün. Gut sein, ja. Gut schon irgendwie, ja. Ich finde das halt völlig irritierend irgendwie, dass sie sich nicht weiter, dass sie sich wirklich lieber gegenseitig aufs Maul hauen, anstatt denn da noch mal ein Ja gut, aber oh gut. Meinst du, das kostet was? Sieht man das? Keine Ahnung. Ja gut, da Aufwertungsstufe, aber das Dorf an sich kostet ja nichts, oder? Okay. Aber, das muss man auch sagen, du hast auch einen Namen, oder? Also wenn das so ist wie bei ArcAge, dann dürften die Einnahmen davon haben, wenn diese Gebühren und sowas. Ja. Ja, über die Haussteuer wahrscheinlich auch, ja. Ja. Okay, das ist ja auch mal ganz niedlich. Da kriegen die auch was von den Crafting-Stationen. Ja, du bist lustig. Ja, genau.
muss jetzt ja erstmal Eisen machen, um endlich mal Stahlwerkzeug zu haben, um effizienter überhaupt mal Sachen abbauen zu können. Solange ich nicht im Lotto gewonnen habe, muss ich leider auch noch zur Arbeit gehen und da andauern. Oh. Na, komm her. Eine 25er Wildkatze vor der Tür von einem Dorf, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist nicht gut. Jerawitz. Auch nicht mehr als ein Wolf, den ich vor der Haustür umniete. Kannst du hier mit Magie mal rumexperimentieren? Du kannst hier ja auch mit Magie mal rumexperimentieren. Hast du keinen schlechten Damage? Oh, okay. Eisen. Bin ich überladen. Ja.
Ja, aber scheißegal, Eisen ist das Wertvollste. Dafür schmeiß ich lieber was anderes raus. Stiefel oder sowas, aber die habe ich mittlerweile zerlegt. Ja, das Lager war voll. Das kann sein. Und viel wichtiger, wenn wir zwei raus. Genau. Ja, jetzt ist das Simo im Keller. Das kriegst du jetzt auch nicht mehr hoch. Ich habe auch nur gefixt. Das könnte ich fixen. Hm? Nee. So, da sind wir wieder zu Hause.
Ja, danke. Also hier erstmal an die Schmelze und so weiter. Jetzt habe ich gleich nämlich noch ein Lagerproblem, wie ich mich kenne. Vielleicht will ich gar nicht in deine... Ich sollte eigentlich gleich Stahlbarren machen. Ja, vor allen Dingen kann ich eine Werkzeug machen. Diesmal aber auch ein Sammelsurium von der Reise mitgebracht. Muss ich jetzt noch verarbeiten. So. Hier ist kochen. Oh, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich die Kuh melken. Gucken. Was brauchen wir denn noch? Das Sichel wäre nicht schlecht und das heute besser. Den Rest habe ich ja schon.
Ja, nun. Schlimm genug. Finden Sie vielleicht noch nicht so wichtig. So, jetzt habe ich wahrscheinlich abzocken am Ende. Sag ich ja. Jawohl. Okay, meine Erntesichel ist strapazierfähig. Aber sie hat zum Glück ein Erntearbeitsglück von 5%. Ey, das. Ich bin aufs Glück immer scharf. Für das heute Messer muss ich mal wieder das Azeroth ansparen.
So. Wo treibst du dich denn rum? Irgendwas mit? Ja, das habe ich befürchtet. Was machst du denn? Ah, da. Ah, da oben, Nordosten. Okay. Ja. Du bist gar nicht im Gebirge, sondern auf dem Boden, ne? Okay. Ich werde mir jetzt hier erstmal ein verdorbenes Mal. Da. Also einfach die Quest nehme ich mal an. Schade, dass es wieder die Tavernentrussi ist, die mit uns flirtet. Honig, Kuchen und Wein müssen rationiert werden. Wir haben Nahrungsmangel. Alles war vorbereitet. Der Eintopf köchelte und ich wollte das Gemüse dazugeben. Aber es war schon verdorben. Das dritte Mal in dieser Saison. Langsam glaube ich, die Ernte ist in der gesamten Region verdorben. Ja und eins. Einer Theorie zufolge haben die Hutzeligen etwas mit der verdorbenen Ernte zu tun. Ach du Weg. Mal nachgehen. Fernab Gemeinde. Frischen überrannt. Wenn du einen Speisekürbis findest, bring ihn her, damit ich ihn untersuchen kann. Okay, aber das ist eigentlich nicht die Quest, die ich suche. Nämlich jetzt die Feldlager-Quest. Ja. Irgendwo muss hier sein. So, da. Schalte die Aufgabe animalische Instinkte frei, wodurch sich dein Zeltlager um einen Rang verbessert. Animalische Instinkte? Kommt mir so bekannt vor. Aber ist ja, wer gibt die mir? Wieso? Welche denn überhaupt? Ach so. Mal irgendwo ist doch hier dieses Survival. Königsfest ist
eine Sonne aus, wo sich sicher und willkommen fühlen kann. Ach so. Ja. Muss ja auch keiner weiter Gesprächsbedarf haben. Es ist davon mehr auf den von Hutzeligen überrannten Farmen gibt, wie wir sie ernten. Könnte auch ein Druckmittel für uns. Alter, Kleidermacherei machen wir 250 Wasser kann ich für die Kleidermacherei dazu geben. Vorhin versucht, dein Haus zu finden, irgendwie wurde es mir nicht angezeigt. Ja, das links daneben, oder? Oh. Ah doch, da, jetzt. Vorhin noch nicht. Jetzt aber. Betreten. Meintest du nicht, du hättest den Köter? Hat mir gar nicht angezeigt. Da, den hast du. Ah, nicht diesen bunten, den man kaufen kann, sondern den schicken. Weil der Hund ist ja nun wirklich putzig. Aha. Die ist übel schwer, sagst du. Okay. Oh. Okay. Sehen, dass ich hier irgendwie Wasser kriege, weil Wasser ist ja Mangelware in dieser Stadt. Habe ich. Naja, dann kann ich jetzt das nochmal holen. Dann kann ich wenigstens nachher noch kochen. Wobei ich heute auch noch RL-Liederarbeit machen wollte, wenn du nachher unterwegs bist. Ja, ich muss ja nicht mal bei meiner Tasche weitermachen. Da sitze ich jetzt schon Monate bald dran. Also wenn ich das Zeltlager so sehe, ne? Das wollen wir machen. Ich muss
bloß herausfinden, wo das geht. Alter, da kannst du unterwegs sogar gewöhnliche Heiltränke brauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Vor allen Dingen lernt man ja noch eine Menge dazu, denn erst noch, was man da alles später machen kann. So, jetzt muss ich trotzdem bei dem gucken, wo kriege ich als nächstes Wasser. Die nächste Wasserstelle müsste diese am Paare. Ach, das passt ja, da ist ja die Quest auch. Die ist an dem Fluss. Ja, da gehe ich einfach zu meiner Quest. So, wir sollten langsam, du hast ja nicht mehr so ewig Zeit, ne? Wir sollten langsam mal planen, was wir heute noch machen. Also es wäre cool, wenn wir das mit dem Zelt machen können. Ich weiß bloß nicht, wo die Quest zu kriegen ist. Wird nicht noch irgendwo was angezeigt. Nicht, dass das bei mir ist, weil ich irgendwie zu niedrig bin oder so. Ja, gut. Hat hier Schweine getötet. Und einfach liegen lassen. So eine Verschwendung. Euer Sumpel. Welches Level seid ihr denn hier? Ich war auf, junger Mann mit dem großen Hammer. Ich hab da was hinter mir. Oh, ich hab eine ganze Menge hinter mir. Okay, Jungs, tragen wir es aus.
Ich bin ins Schweinegehege gelaufen. Drei Zombies hinter mir. Und dann habe ich Wirbelschlag gemacht und sowas alles. Und ich habe sogar das Schwein noch mitgetötet. Hä? Okay. Was meinst du? Das. Weiß bloß, dass es bei den Rüstungen Unterschied gibt. Ausweichen ist unterschiedlich. Oh. Black Attack, Scheiße! Bei den Amazon-Leuten ist jemand zur Arbeit gekommen. Herzlichen Glückwunsch!